Frisch gezapftes in der Kirche. Ja, Sie hören richtig. In Landringhausen bei Basinghausen wird ab sofort in diesem evangelischen Gotteshaus angestoßen. Dreimal pro Woche trifft man sich hier jetzt auf ein Bierchen oder einen Wein. Für Diakonin Carina Hausmann ist es ein Experiment. Wir haben sowas alles noch nie gedacht, dass man eine Kneipe wirklich in der Kirche machen kann. Und darum war es wirklich total verrückt, diesen Gedanken auch wirklich weiterzuspinnen. Und da kamen ganz viele Fragen, kann man das wirklich machen, Alkohol in der Kirche? Ja, warum denn nicht? Also es heißt ja nicht, dass die Leute hier betrunken über den Tischen liegen. Ein kühles Helles mit Blick auf den Altar. Es ist eine ungewöhnliche Location. Auf dem Dorf in Landringhausen geht man neue Wege, um Leute nicht nur wieder in die Kirche zu bekommen, sondern um auch die Dorfgemeinschaft zu festigen. Denn die einzige Kneipe im Ort wurde 2020 dicht gemacht. Das Konzept kommt an. Also ich bin selbst halt nicht so oft in der Kirche. Ich bin halt keine Gläubige jetzt. Und ist das interessant, mal eine Kirche so, also die mal zu sehen und so. Ja, es ist eine schöne Stimmung hier und so. Das ist ein super Konzept. Also selber wäre ich nicht drauf gekommen. Insofern für die Organisatoren einfach ein ganz großes Dankeschön, dass sie sowas machen. Das ist echt cool. Das hat so was Modernes, also Kirche als Treffpunkt. Dreimal pro Woche, donnerstags, freitags und samstags, gibt es im Juni volles Programm. Es spielen Bands. Bald soll auch Karaoke gesungen werden und es gibt Figurentheater und ganz nebenbei wird kräftig eingeschenkt. Kirche mal anders. Für die Pastoren ist es nicht das erste Experiment. Ich war früher lange Jahre in der Corvinuskirche Pastorin. Da haben wir die ganze Kirche, ist Gestühl riesengroß, ausgeräumt und einen Zirkus reingenommen, weil es draußen so geregnet hat. Dann waren wir drin mit dem Zirkus. Die hat ein großes Zeltdach, ein Kupferdach. Ja, dann war der Zirkus in der großen Zeltkirche. Also man muss einfach kreativ werden, erfinderisch werden. Und das zeigt sich in der Kneipenkirche auch auf den Bierdeckeln. Dort sind nämlich nicht wie sonst Biersorten aufgedruckt, sondern Sinnfragen. Woran glaubst du? Glauben bedeutet für mich, wenn ich Gott eine Frage stellen könnte. Ich finde diesen Bierdeckel richtig gut. Der passt zu dieser Veranstaltung. Warum? Ja, weil Gott hier mit bei ist, der Glaube und eben auch jetzt eben mal Kneipe, mal ganz anders. Auch draußen ist alles so, dass man hier den Tag ganz entspannt bei guten Gesprächen ausklingen lassen kann. Drinnen übernehmen Ehrenamtliche den Getränkeausschank. Im gesamten Juni finden hier keine Gottesdienste statt. Erst im Juli geht es damit weiter. Die Organisatoren wünschen sich, dass das Projekt Kneipenkirche Schule macht. Unsere Hoffnung ist, dass dieses Projekt so wunderbar ist, dass andere Kirchengemeinden oder Regionen sagen, klasse, wir übernehmen das. Das ist unsere Hoffnung. Ja, wer weiß, vielleicht kommen auch andere jetzt auf den Geschmack. Neben herkömmlichen Gottesdiensten ein bisschen mehr Entertainment, so wie hier in Landringhausen anzubieten. Den Segen von ganz oben dafür gibt's bestimmt. Na dann, Hopfen und Malz, Gott erhalt's.